mir so heiß. Vielleicht merke ich es auch einfach nicht, wenn mir heiß ist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde bei Mafia 3. Ich werde jetzt mal ein bisschen die Geschichte vorantreiben und versuchen, mich mit Donovan zu treffen. Der hat hier scheinbar Informationen, was den Heroinhandel angeht und wie es damit weitergeht. Und ja, bevor ich mich da mit Donovan treffe, werde ich jetzt trotzdem erstmal mein Geld in Sicherheit bringen hier in meinem Tresor. Sonst ist es bei nächstbester Gelegenheit verloren und Geld kann man hier wirklich gut gebrauchen. Deswegen machen wir hier einen kleinen Abstecher mal zum Tresor. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß. Peng. Ah, kommt schon, rutscht mal. Ich wollte sagen, ich wünsche euch viel Spaß hier beim Zuschauen. Fängt ja schon gleich heiß an. So, knapp 12.000 Dollar, das ist schon nicht verkehrt. Ihr braucht halt laufend Geld für die Munition, neue Waffen. Wobei ich in der letzten Runde, die ich gespielt hatte, schon mal festgestellt habe, eigentlich stellen sich bei mir da relativ schnell zwei Lieblingswaffen raus. Eben Pistole und Gewehr mit Zielfernrohr. Damit komme ich hier eigentlich am besten klar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr da was anderes denkt, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren mal schreiben. Historic landmarks like the Mystic and the 800 Club will be offering discount drink specials Monday through Thursday, every week! Can you believe that? And if you... So, dann schauen wir uns mal an, was Donovan hier für uns hat. Hey, das ist ja eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen. Ja. Das Heroin, das von der Dixie-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie Kincaid. Aha, und alle anderen Dealer der Gegend drücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem. Du wirst ihm Druck machen müssen. Ich kenne ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixie-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig ums Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für Doucet. Wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. New Bordeaux läuft über normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abhörsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend so laufen. Mhm. Hast du noch mehr davon? Leider nein. Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Aber wenn du mir ein paar aufbleibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Scheiße, Verfluchte! Wenn diese Arschgeigen unbedingt unter Kommunistenschweinen leben wollen, warum ziehen sie da nicht einfach nach Moskau? Wenn du mehr so Plakate siehst, bring sie mir. Scheiß drauf, nimm das nicht so ernst. Das sind totale Wichser, beschissene Verräter. Wir sehen uns, wenn wir uns Charlie schnappen. Nicht zu fassen, diese Dreckschweine in meinem eigenen Land. Scheiße, So kann's gehen, ja. Führt er sich auf. Geschäfte abhören. Um Geschäfte zu verwanzen, brich Verteilerkästen auf, die du überall in der Stadt findest. Geschäfte zu verwanzen hilft, Donovan Sonderziele zu finden, Positionen von Sammelobjekten auf der Karte zu markieren und dir unbekannte Gegner in der Informationsansicht zu zeigen. Außerdem kannst du dadurch Geschäftsbosse anwerben.
Geschäfte zu verwanzen hilft Donovan, Sonderziele zu finden, Positionen von Sammelobjekten auf der Karte zu markieren und dir unbekannte Gegner in der Informationsansicht zu zeigen. Außerdem kannst du dadurch Geschäftsbosse anwerben. Sehr hilfreich. Na, dann wollen wir doch mal, ha? Komm, knack mal das Ding, Guter. Durch Abhören erhältst du Positionen der Gegner auf der Minikarte, Sonderziele und Sammelobjekte. Es ermöglicht dir zudem, Geschäftsbosse anzuwerben und dadurch mehr zu verdienen. Wieso wiederholen die sich hier? Sobald ein Stadtteil verwanzt ist, kannst du dort alle Gegner in der Informationsansicht sehen, auch hinter Ecken oder Mauern. Um derzeit verwanzte Geschäfte zu sehen, drücke Tab, um die Karte zu öffnen und klicke Abhörzonen ein-aus. Um Abhörgeräte in Verteilerkästen einzubauen, brauchst du TL49-Sicherungen. Sammle solche Sicherungen, die in ganz New Bordeaux herumliegen. Richie ist nicht gerade begeistert davon. Er und Trigger waren sternhagelvoll. Jetzt muss er Georgie erklären, wie sein Mann das zugelassen hat. So eine Scheiße. Okay. Dann schauen wir doch mal, was hier die Karte spricht. Ich habe hier einen Dealer. Das ist Donovan. Okay. Was sprechen die Ziele? Befrage Charlies Dealer. Na, dann machen wir das doch mal. Auf geht's. Ruf du mal die Bullen, du feige Sau. Bis die da sind, bin ich weg. Ach, wenn ich das richtig sehe, ist es ja ganz in der Nähe von der Stimme. Tja. Na schön. Dann schauen wir mal, bis die Bullen wieder abrücken. Und dann können wir uns hier die Typen schnappen. Was sagt denn die Informationsansicht? Na schön, warten wir das halt mal kurz ab hier. Na kommt, das kann doch jetzt nicht so lange dauern, bis ihr wieder verschwindet. Alle Einheiten. Ah. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Okay. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche du abbrechen. Du gehst am besten wieder, solange du noch gehen kannst. Informanten. Verhöre Informanten, um Informationen über Geschäfte und ihre Bosse zu erhalten. Um die Infos aus ihm herauszukitzeln, isoliere einen Informanten von seiner Crew oder jage ihn zu seinem Auto und verfahre wie ein Verrückter. Ach so, ja, genau. Nachdem du einen Informanten verhört hast, kannst du ihn entweder töten, um etwas Geld zu verdienen, oder ihn anwerben, was den Wert des Geschäftes erhöht, sobald du es übernommen hast. Dreh dich um, Kleiner. Was will er mit der Knarre? Dreh dich um, Kleiner. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Du hattest... Kommt her! Wird noch jemanden... Oh mein Gott! Hast du die Scheiße gegriffen? Oh Scheiße, jetzt gibt's Ärger. Lass mich das überleben! Doch, die Flammen schlagen zurück! Ich werde auf dein Grab. Was treibt vier Finger da in der Kirche? Drüben an der Kirche gibt es jede Art von Drogen. Wenn ihr sie zerstört, verliert der Boss eine ganze Menge Moos. Dein Arsch gehört jetzt mir.
Jetzt hast du nicht. Mach ihm Feuer und schieß auf mich, du Arschloch! Komm und hol mich! Verdammt! Jetzt haben sie mich schneller erwischt, weil es mir lieb war. Ach komm schon. Mist, hurra. So, und genau deswegen bin ich vorhin noch an meinem Tresor vorbeigefahren, um eben hier nicht so viel Geld zu verlieren, weil genau sowas jederzeit einfach passieren kann. So, und da sind scheinbar schon wieder irgendwelche Penner unterwegs, die hier jemanden dran salieren. Denen werde ich jetzt mal schnell helfen hier. Kommt her, ich sehe ihn! Ich hab ihn voll erwischt. Wenn ich mir das so anschaue, wird das hier eine größere Aktion, den Typ da klein zu kriegen bei der Kirche. Das kann ich nicht durchgehen lassen, dich, Mannsnutzer. Verdeckte Annäherung. Durch eine verdeckte Annäherung kannst du dich ungesehen an Gegnern vorbeischleichen. Bevor du dich in einen Kampf stürzt, benutze die Informationsansicht mit V, um Gegner und interessante Stellen auszuspähen. So, haben wir schon wegen was geschafft. Ein paar der Fuzzis sind schon tot. Das wollen wir mehr. So. Jetzt angeln wir uns mal hier ein bisschen Geld. Und hier hinten noch eine Rüstung. Und dann gucken wir mal, wie wir die Jungs hier klein kriegen.
Nummer 1. Oh, da hat sich einer selber abgefackelt, das ist auch nicht schlecht. Von wo schießt hier einer auf mich? Da ist einer. Ich seh den bloß blöderweise nicht. So. Moi. Ja, die schon. Schaut so aus, als wären jetzt keine großen Gegner mehr in der Nähe, sodass ich mich jetzt mal hierher bewegen kann. Hier noch ein bisschen Geld abstauben darf. Wo ist es denn? Da. Ansonsten sind wohl am ehesten Gegner noch in der Kirche zu erwarten. War zumindest mal so. Ansonsten gehen wir jetzt mal hier rein. Da ist Geld, jede Menge abzusahnen. Und alles andere zeigt sich gleich hier drinnen. Versuchen wir es mal hier. Tja, selber schuld. Er hat ihn einfach erschossen. Ja, hat er. Ziele. Sonderziele sind Mitarbeiter und Einnahmequellen eines Geschäfts. Eliminiere sie, um diesen Geschäften zu schaden. Solche Sonderziele werden auf deiner Karte mit dem Symbol ihres Geschäfts markiert. Jedes Sonderziel besitzt Informationen über seinen Schwierigkeitsgrad, den Schaden, den du mit ihm dem Geschäft zufügen kannst, und deine finanzielle Belohnung. Schau dir das Ziel auf dem Plan an und wäge bei deinem Angriffsplan erst Risiko und Nutzen gegeneinander ab. Gut. Ist erstmal egal hier an der Stelle, weil viele andere Möglichkeiten gibt's im Moment nicht. Also machen wir das Zeug hier einfach platt. So. Frage Charlies Diener ist der nächste Schritt. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch alles mitnehmen können. Einmal Geld. Hier scheinbar ein bisschen Munition. Das ist alles voll. Hier hat es noch mehr Geld. Und ein Vargas-Gemälde. Nett.
Damit habe ich alle Vargas-Gemälde in der Stadt bzw. in dem Delray Hollow beieinander. Das ist okay. Und fällt euch was auf? Da ist schon wieder das Symbol vom Ku Klux Klan. Ey, kriegt mir ja einen Knoten in der Zunge. So, noch mehr Geld. Wie geht's? Schönen Tag noch. So, das ist schon mal gut, dass die Cops weg sind. Und ja, die Befragung hier, die muss ich jetzt mal ganz kurz verschieben. Ich bin aber gleich wieder zurück, um euch den weiteren Fortschritt des Spiels zu zeigen. Bis gleich! So, liebe Leute, ich bin aus der Pause zurück. Es gibt schließlich noch ein Real Life und ja, irgendwann muss auch mal eine kleine Tochter ins Bett. Jetzt schauen wir uns das hier... Nee, eigentlich noch nicht an. Ich bin auch ein Held. Und zwar sage ich das deswegen, weil ich vorhin noch gesehen habe, ich habe hier jede Menge Geld im Geldbeutel. Das sollte ich erstmal in den Tresor bringen, weil wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund hops gehe, dann kann ich darauf wetten, dass ich von den 4.000 knapp 3.000 Euro los bin. Und das will ich jetzt mal nicht riskieren. Denn das Geld kann man immer und überall gebrauchen. Yep, Volltreffer.
So, damit haben wir schon mal über 16.000, knapp 17.000 Dollar beieinander. Das geht ja wirklich Schlag auf Schlag hier. Das Ziel passt noch nicht. Dafür fahren wir jetzt hierher und treiben mal die Geschichte ein bisschen vorwärts. Ich weiß schon, fahren ist hier manchmal eine Kunst und ich übertreibe es hier gerne mal ein bisschen. Aber was soll's, ist nur ein Spiel. Tut mir leid. Heilige Schatz! Hab den Schwarz! Ich hab den Schwarz! Ich hab den Schwarz! Du wirst mir jetzt was von eurem jetzt wird's spannend. Erzählen. Der Boss hat Vollstrecker, die im Hollow agieren. Danken kannst du mir später. Ich hab ihn voll erwischt. Lass mich das überleben. Scheibenkleister, gibt's hier keinen Hinterausgang? Doch. Das ist die Macht der weißen Rasse. Wir haben ihn verjagt. Oh Gott, er hat eine Waffe. So, wenn ich jetzt ein bisschen Glück habe, kann ich mich hier drin verstecken. Ohne dass jetzt hier groß was passiert, aber den Sack machen wir schnell noch platt, bevor hier irgendwie... Jawohl. Ich wiederhole, Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Genau so stelle ich mir das vor. Hab dich, Arschloch! Na super. Officer hat Verfolgung aufgenommen. Officer vor Ort hat Verdächtigen gesichtet. Mit äußerster Vorsicht näher. Kämpfen! Suche Deckung! Ja, keine Möglichkeit. Wir haben einen Anruf bekommen wegen eines Tötungsdelikts im Hollow. Zentrale Ende. Noch ein Kopf auf dem Gewissen. Schichtkontakt zum Verdächtigen. Falls jemand Langeweile hat, wir haben einen Anruf bekommen wegen eines Tötungsdelikts im Hollow. Zentrale Ende. Ich glaube, ich sehe das. Scheiße. Jetzt holt sich der Teufel sein Frühstück. Oh Mann, ey. Mistblöder. Aber genau deswegen Geld in den Safe.
Ab und zu sind die Cops echt so gut, dass die einen in die Enge treiben. Und dass man kaum eine Chance hat, da sich dagegen zu wehren. Ach, da wäre auch noch einer. Okay, das Ziel führt aber jetzt erstmal woanders hin. Ist egal. Die kriegen wir schon alle der Reihe nach platt. Ist das Blut? Scheiß drauf. 50, 65, 75, 100. Ist das Blut? Scheiß drauf. 50, 65, 75, 100. Ein Mordsgeschäft heute. Ja, scheiß. Okay. Ich muss mich jetzt erstmal um die Munition kümmern. Oh nein. Ich bin nicht bewaffnet. So ein Käse, hey. Also raus aus dem Flucht, aus dem Suchdunst, aus dem Suchkreis und abwarten, was passiert. Mann! Manchmal passiert aber auch ein Mist. Bitte entschuldigen Sie. Das heißt, das kann ich aber mal ausnutzen derweil. Eine Lieferung in Barclay Mills. Bin gleich da. Genau. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Sag mir mal, was du hast. Geh sorgsam damit um. Schau jetzt ab. So, also dann nochmal da hoch. Ist das Blatt, was du hast, hast du Scheiß drauf. 50, 65, 75, 100. Lauf, weg hier! Wie ist dein Arsch? Drück verdammt nochmal ab! Ich bring meinen Arsch in Sicherheit! Ich brauche ein neues Magazin! Ich stopp ihm das mal. Ja, das Schwein hat einen Glückstreffer gelandet. Jetzt geht's dir ans Leder, Freundchen. So, ich hoffe, ihr habt jetzt endlich genug. Dann gehen wir mal einen Stock tiefer und nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Hier scheine ich noch nicht reinzukommen.
So, was immer nett ist, sind solche Aktionen. Yo, alter Schwede, das hat gesessen. Hat's mich ja gleich mit weggepustet. Fast. Mit so einem Rums habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber ja. Money, money. Und ein Plattencover. Knock on wood. Konnte jetzt aber auf die Schnelle nicht lesen, von wem das war. Gut. Wieder einen Teil geschafft. Hm, da hinten ist zu. Aber ich kann hier einbrechen. Mir so meinen Fluchtweg sichern. Das nutzen wir mal aus, dass hier gleich noch ein Kasten ist. Kein Licht. Zappenduster hier. Ey, was geht denn hier ab? Ich sehe überhaupt nichts. Junge, Junge. Da ist vielleicht mal Dusemuse angesagt. Aber irgendwo müsste hier uiui. Okay. Da komme ich jetzt nur hinten wieder raus. Hallo? Irgendwie wird es gerade etwas heller, habe ich das Gefühl. So, okay. Ich bin raus, auf die Adrenalinspritze verzichte ich, weil in dem schwarzen Loch findet man ja überhaupt nichts. Okay, was, wie, was, wo, Drecksack? Was höre ich da? Da will wohl jemand stunk machen. Hey Leute. Hole dir Drecksack die Fresse! Schaff uns diesen Motherfucker vorbei! Ich hab ihn gefunden! Yep, das ist ein bisschen die harte Nummer. Chaos auf der Kreuzung, auch cool. Ich bin ja wieder hier an der Kirche und darf hier schon wieder auf Donovan warten. Hatte ich das nicht schon hinter mir? Da hat er mir doch gezeigt, wie ich hier die Kästen aufbreche. Hm, mal sehen, was jetzt kommt. Wenn du annimmst, werden alle verbliebenen Geschäftsziele entfernt. Nein. Genau, ich habe hier nämlich noch einen Vollstrecker übrig. Zack, Hatchet. Machete. Charlie kennt Hatchet seit Jahren und hat Erfahrung darin, dessen Paranoia für sich einzusetzen. Er lässt ihn das gesamte Geld von den Drogendeals in der Nähe bewachen.
Komm schon. Nieder damit. Es macht schon Sinn, so viele Nebenziele wie möglich abzuklappern, bevor man in der Geschichte weitermacht. Da es sonst unter Umständen echt mal kompliziert werden könnte, hier in der Geschichte vorwärts zu kommen. Na, dann sucht mal schön. Ja, was ich auch in der früheren Runde bei Mafia 3 gelernt habe, es ist immer mal ganz hilfreich, mit dem Auto auf die Ziele loszufahren, kurz vorher rauszuspringen. Das sorgt dann doch für einige Aufmerksamkeit bei den Gegnern. Und die sind dann erstmal schnell auf der Suche nach dir. Man hat aber genügend Zeit meistens, sich zu verstecken und einen nach dem anderen auszuschalten. Okay, die Gegner sind jedenfalls weit genug oder zu weit entfernt, ohne in den Suchradius der Polizei zu geraten. Bei hier hinten. Na, sieh mal einer an. Ich froh, an alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Bitte. Ich an. Werf weiter und... Bitte, 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 hilf mir! Raus hier! Na los! Verschwinde! Zwanzig. 25, 30, 35. Mist, hab mich verzählt. Riecht nach Muschi. Fünf, zehn, 15, 20, 25, 35, 50. Verdammt merkwürdig. Ärger im Anmarsch. Eine verdammte Bewegung. So, da vorne ist einer. Kickback, aha, was denn jetzt? Einer deiner Unterbosse hat zum ersten Mal einen Kickback für dich erwirtschaftet. Verfügbare Kickbacks werden immer auf der Karte angezeigt, gleich neben dem Symbol für den Unterschlupf des Unterbosses. Okay, Money Money, ich hab Geld, ich kann was abholen. Du erhältst einen Anteil der Einnahmen deiner Unterbosse. Weise ihnen Geschäfte und Bezirke zu oder verschone Informanten bzw. Bosse für mehr Kickback. Die Loyalität deiner Bosse bestimmt den Kickback und ändert sich mit Verteilung von Geschäften bzw. Bezirken. Jo, das wird später noch spannend. Ida, bitte, hilf mir! Ich tu's nie wieder.
Bitte Gott, keine verdammte Bewegung. Ich sitze dir im Nacken, Bimbo. Da schau, guck. Ich habe genügend Sicherungen bei mir, um hier so einen Sicherungskasten zu knacken und um was zu installieren. Sehr sinnvoll. Krieg ich nie genug. Und ich bin nicht gerade religiös. Aber wenn wir den Vorrat der ganzen Stadt hier rumliegen haben und Jesus persönlich starrt uns an, das macht mich etwas nervös. Zeit rumzutrödeln. Wir haben Ärger. Oh Gott! Oh mein Gott! Schon ab hier! Sonst noch Wünsche? Kommt da jetzt noch einer oder was wird das jetzt hier? Schaut so aus, als wäre soweit alles erledigt. So, da noch ein bisschen Geld. Da noch ein bisschen mehr Geld. Sonst fliegt hier nichts weiter rum. Dann stecken wir mal die Waffe weg. Und düsen mal zu Donovan. Damit sind eigentlich alle Nebenziele erstmal erledigt. Und es geht weiter im Takt. Vermutlich... Vermutlich wird man dann noch... Ach komm schon. Mann ey. Verzieht euch. Wir brauchen die Hilfe. Es gab einen Anruf wegen einer Fahrerflucht im Hollow. Wenn sich jemand die Mühe machen will, kann er da vorbeischauen. Vermutlich erzählt mir Donovan dann hier, dass ich den Gangsterboss jetzt angreifen kann und platt machen darf. Was alles schön und gut ist. Sirenen? Okay. Sollte jetzt aber egal sein. So. Prüfen wir das Ganze schnell nochmal nach, was es an Zielen gibt. Aber hier bin ich komplett durch. Rede mit Donovan, dann machen wir das jetzt auch. Enter annehmen. Ich habe den alten Charlie abgehört und er ist gar kein so ein übler Bursche. Eher einer von den freundlichen, sanften Hinterwäldlern. Und wie es der Zufall so will, ist seine Frau guter Hoffnung. In so einer Situation ist es einem egal, für wen man arbeitet. Hauptsache, man überlebt.
Der arme Trottel wird ganz sentimental, wenn die beiden über Namen reden. Sie sind jetzt irgendwo zwischen Bucephus und Thomas Lee. Auf jeden Fall haben seine Leute die Kirche abgeriegelt. Das sind alles Typen, die handeln eher nach dem Hinterweltler-Motto: Tötet sie, der Herr wird die Seinen schon erkennen. Wenn du die Charlie vorknöpfst, tut er aber ohne großes Theater, was ihm gesagt wird. Seine Infos sind auf dem neuesten Stand. Gehst du zurück ins Motel? Erst muss ich was essen. Wir sehen uns dann, wenn du fertig bist mit diesen inzüchtigen Arschlöchern. Schaut so aus, als wäre jetzt hier Verstärkung angerückt. Bosse rekrutieren. Denk dran, dass du vor kurzem die Kirche und das dortige Heroingeschäft verwanzt hast. Daher hast du nun die Wahl, entweder den bisherigen Boss umzulegen, was dir schnell Geld bringt, oder ihn anzuwerben, was auf längere Sicht den Ertrag des Geschäftes erhöht. Ich habe mich eigentlich immer bisher dafür entschieden, dann diese Typen zu rekrutieren, weil es auf lange Sicht halt wirklich mehr bringt, als die Typen gleich umzulegen. Und je weiter man im Spiel vorankommt, desto mehr Geld braucht der ganze Spaß auch. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, hier die Leute zu rekrutieren. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen um, wo sich hier vielleicht Typen rumtreiben. Also das zieht nicht. Wie geht's dir? Pass bloß auf! Hab Richie gesagt, er soll Charlie das Heroin nicht anvertrauen. Aber er hat kaum gestanden. Wer hat Charlies Vater schuldig oder so ein Scheiß? Charlie ist nicht halb so viel wert, wie sein Vater es war. Verdammt. Wenn der Neger seine Fresse hier zeigt, kümmern wir uns um ihn. Und danach kümmern wir uns um Charlie. Hä? Hm? Komm zu Papa. Scheiße. Was soll das? Verzeihung. Tut mir leid. Und was ist jetzt? Kommen jetzt ein paar Bullen oder was wird das Ganze hier? Habe ich mich jetzt so gut verdrückt, dass ihr gar keine Lust mehr habt zu kommen? Das ist doch mal ein Service. Und irgendwie schaut dieses Ding hier aus wie die Suppenküche von Pater James. Kann das sein?
Warm Hearts, Warm Souls. Neighborhood Kitchen. Neighborhood Kitchen. Yo. Heilig. Das ist die. Das ist diese Küche. Ed. Okay, weiter im Takt. Schauen wir mal, dass wir die anderen noch platt kriegen. Ja, ja. Unbefugtes Betreten. Ich weiß schon. Er hat diesem Arschgesicht das Fahren beigebracht. Ich nicht. Kannst du dich nicht entschuldigen? Zeit war es mal Traum, eine Nummer zu spielen und doch das Kind sitzt mitten im Publikum. Wäre der Wahnsinn gewesen, in den Saal zu schauen und zu sehen, wie er im Takt mitzwängt. In früheren Jahren haben die Jungs und ich in der ganzen Stadt gespielt. So 3 bis 4 Mal die Woche. Haben nie viel Kohle gemacht, aber verdammt nochmal, die Muschis waren. Komme ich hier drüber? Wahrscheinlich. Ich war am Boden zerstört, als wir Dr. King verloren haben. Aber er wäre der Erste gewesen. Dann gönnen wir uns hier mal wieder diesen Schleichweg. Genau. Das scheint jetzt auf die Schnelle keine so gute Idee zu sein. Wow! Leg dich mit dem nicht an! Irgendwer muss mir mal erklären, wieso wir unsere Jungs nach Vietnam schicken. Das heißt, wir schleichen mal wieder da hinten rum. Das heißt, wir holen uns wieder mal diese Weste hier, wie beim letzten Mal, und tanken die Adrenalinspritzen auf. Na komm, mach schon. Und dann schauen wir mal, dass wir so der Reihe nach die ganzen Typen da platt kriegen. Komm raus. Jetzt wird's spannend. Wo stürmst du hin? Jawohl. Verstärkung ist da. Wo türmt? Mich vermisst? Ich das will ich knalle ihn an! Du Arsch! Bleibt hinter mir, Leute! Leute, hier drüben! Verdammt, er hat mich erwischt! So machst du das. Wehre und du stirbst als Erster. Ich stand sie mein neues Arschloch. Sehr interessant, wie die hier agieren. So Jungs, wo steckt ihr? Erledigt ihr diesen Scheiß, Jungs. Ich geh in Deckung. Verpissen sollen, als du noch konntest. Ich hab dieses Arschloch und seine Spielchen satt. Kacke.
war. Ey, ey, ey. Jetzt aber hier. Schick mir Nachschub zum Delray Hollow. Bin gleich da. Tut mir nicht weh, bitte. Irgendwas dabei, weil du brauchen kannst? Okay, zeig, was du auf Lager hast. Also, erstmal brauchen wir anständige Munition. Käsekram. Such dir nur dabei. So, darf ich nochmal? Ist noch aktiv, Mist. Es wird langsam eng. Kannst du mir Nachschub ins Delray Hollow schicken? Komme schon, nur einen Augenblick. Alles, was du siehst, kannst okay, du kaufen. Okay, zeig, was du auf Lager hast. So, da wollte ich hin. Molotow-Cocktail. Da zwei. Gibt's sonst noch was? Screaming Semi. Splittergranate und C4-Ladung, das gibt's erst später. Also komm, zieh Leine. Er geht nirgends, er ist genau da drüben. Ich bin weg, du Sack. Schon. Voll. Auf die Entfernung die Jungs erwischen ist doch gar nicht schlecht. Das heißt aber auch, ich brauche schon wieder mal Munition. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Alles, was du siehst, kannst du kaufen. Zeig, was du auf Lager hast. Munition. Ich glaube, das war's erstmal. Guck mich an, wenn du mich brauchst. Nix gibt's hier. Zeig mal, was du drauf hast. Sieh an, wie wir da haben. Jetzt kommt der spaßige Teil. Jetzt kommt der spaßige Teil? Dann zeig dich doch, du Feigling. Kann ich den sehen? Nee, kann ich nicht.
Das Anwerben eines Geschäftsbosses kann den Eintrag jedes Geschäfts erhöhen, das du übernimmst. Dazu solltest du diese Geschäfte verwanzen und abhören. Okay. Huch, nein, das wollte ich jetzt gerade nicht. Ich kann hier mal noch ein bisschen Geld einstecken. Gibst du nach, ja? Nein, ich will dich nicht töten. Arbeite für mich und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay, klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. Jo, Heroingeschäft gesichert, sehr schön. Das steigert natürlich den Ertrag für die Cassandra deutlich, mal um 30.000 Euro. Und verschonte Informanten 2, Boss verschont 2, macht nochmal 4.000. Was haben wir denn da? Gefallen. Die Kosten für deinen nächsten Anruf bei Cassandras Verbündeten werden übernommen. Das ist gut. Der Büchsenmacher plus Präzision. Jean-Baptiste überarbeitet die Zielvorrichtungen deiner Waffen, sodass sich deine Präzision verbessert. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem man dann den ersten Präzisionspunkt beim Waffenhändler kaufen kann. Na schön. Was haben wir denn unter P? Ach so, genau, das sind die Verbesserungen, die nach und nach anstehen. Ich hab's schon mal geschafft, auf diese 320.000 mit Screaming Semi explodierend. Das Ding ist cool. Damit kannst du irgendwelche störenden Cops anlocken, die schauen dann wegen blöd in die Puppe und dann drückst du nochmal eine Taste und bumm geht das Ding hoch. Würdest du die Cops erschießen, würden natürlich sofort alle Cops springen und nach dir suchen. Mit dem Screaming Semi fallen sie um und gut ist. Es wird kein Alarm ausgelöst oder sonstiger Blödsinn gemacht. Sehr hilfreich an manchen Stellen. Gut, also damit kriegt erstmal dieser Teil, dieses Geschäft, die Cassandra. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Bitte, fürs Protokoll. Donovan, John. Mr. Donovan, Sie wissen, dass Sie durch Ihr Erscheinen vor diesem Komitee auf Ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und Sie bestätigen weiterhin, dass Sie mit Ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in New Bordeaux im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency von 1953 bis 1969, ist das korrekt? Das ist richtig. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 61. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hmong und ließen sie dann auf die NVA los. Die hat Waffen über den Ho Chi Minh-Pfad geschmuggelt. Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Wenn ich daran zurückdenke. Oh mein Gott.
Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben. Okay, damit ist ein nächster Story-Auftrag freigeschaltet. Erledige Richie Doucette. Und das sollten wir jetzt dann mal mit Cassandra besprechen. Ist wohl nicht weit. Jetzt schauen wir mal rüber zu ihr. Wir kriegen den Laden hier sauber dank ihrer Hilfe. Since 1932. Wenn mich nicht alles täuscht, war wieder dieses Zeichen auf dem Truck mit der Südstaatenflagge und dem Ku Klux Klan. Der Kongress erließ heute ein Gesetz, das Einwohnern einkommensschwacher Bezirke Fördermittel zum Hauskauf, erschwingliche Wohnungen und eine Versicherung. Gut, dann hören wir uns doch nochmal an, was Cassandra zu erzählen hat. Der Mann hier heißt Jesse. Wir hatten gerade eine kleine Konversation über Richie Doucette. Hören Sie, ich habe nichts getan, okay? Ich weiß rein gar nichts. Ich bin nur die Straße runter, ich war spazieren und sie hat mich geschnappt, das ist alles. Du gehörst zur Dixie Mafia. Nein, ja, ich meine, scheiße, ich hab's nur wegen dem Geld getan, verstehen Sie? Das ist nichts Persönliches, wisst ihr? Ich bin ja nicht mal bewaffnet. Wo ist Doucette? Er ist in dem verlassenen Vergnügungspark, westlich von hier. Baron Saturdays, was zur Hölle will er da? Naja, das ist nur, weil ihr so ein Chaos macht. Georgie, er dreht durch, er ist auf dem Kriegspfad. Er will Richie tot sehen. Richie hat sich den Rest vom Heroin gekrallt und ist abgehauen. Er wollte abtauchen, bis sich die Sache mit Georgie beruhigt hat. Wie viele Männer sind bei ihm? Scheiße, ich weiß nicht, alle nehme ich an. Gib mir das Messer. Nein, bitte, nein, ich hab doch nichts getan. Bitte, ich flehe euch an, meine Mama, meine arme Mama! Los, hau ab hier. Er könnte Doucette warnen. Der Junge ist völlig ungefährlich. Der rennt jetzt nach Hause zu Mama. Dein Wort in Gottes Ohr. Das wird sonst verdammt teuer. So, damit haben wir den nächsten Auftrag. Uns um Richie zu kümmern. Schauen wir mal kurz auf der Karte. Ah, das ist gar nicht so weit weg. Die beiden Geschäfte hier gehören Cassandra. Ich kann mein Kickback einsammeln, genau. Das sollte ich mal noch machen. Bin ich denn hier? Da geht's lang.
Die Lawar grüßen dich. Und ich auch. Wir haben so viel Geld, weil du so hart gearbeitet hast. Nimm, hast es dir verdient. Wir Schwarzen haben in dieser Stadt nur eine Chance, wenn wir füreinander einstehen. Gib mir mehr Territorium. Soll nicht dein Schaden sein. Je eher wir Marcano ausschalten, desto früher können wir New Bordeaux zu einem besseren Ort für Schwarze machen. Hab Geduld, dann wird das schon. Gut, also der nächste Auftrag ist klar. Ich werde mich jetzt hier verabschieden und eine Pause einlegen. Denn ich weiß, dass der nächste Auftrag sich ein bisschen hinzieht, aber durchaus ganz spaßig ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Mafia 3. Haltet die Ohren steif und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.